EQV. Und ich bin überrascht, euch hat es sicherlich auch überrascht. Das sollte so nicht sein. Das ist eigentlich nicht die Qualität, die ich von Mercedes gewohnt bin. Ach du Schande! Moin zusammen und willkommen beim neuen Video hier bei Schwungvoll. Das Holz kennt ihr schon. Wir sind hier weiter bei Bernd Benecke und wir haben vor einigen Zeiten mal den EQV von Mercedes mit dem Model X von Tesla verglichen. Eigentlich ein unmöglicher Vergleich, wir haben es trotzdem gemacht. Ja, und wenn wir schon mal hier sind, dann fehlt doch eigentlich nur alles. Und das ist natürlich der Q-Check des Mercedes EQV. Und genau deswegen sind wir jetzt hier. Den gucken wir uns jetzt genau an und da muss ich euch sagen, das wird spannend. Wie immer fange ich vorne links beim Fahrzeug an, gehe einmal ums Fahrzeug rum, gehe beim zweiten Mal dann auf die Türen und Klappen ein und danach gucken wir uns den Innenraum an. Und die Front, die gucken wir uns jetzt mal eben an. Die Ladeklappe zum Beispiel hier beim EQV an der Seite hier. Vielleicht nicht ganz günstig gelegen. Der umlaufende Spalt, der ist hier doch sehr ungleichmäßig. Also gerade bei einem weißen Fahrzeug ist der umlaufende Spalt sehr viel markanter. Wir haben 1,9 zu 2,6, ist eine Abweichung unter 1 mm, also das ist ja meine magische Grenze. Dennoch fällt es bei einem weißen Fahrzeug mehr auf als bei einem dunklen Fahrzeug. Deswegen schreibe ich es hier als Kategorie 3 einfach mal mit auf. Stoßfängerübergang zum vorderen Seitenteil. Genau an dieser Stelle, da haben wir auch etwas, hier haben wir einen deutlichen Überstand. Also ich kann es hier auch ein bisschen reindrücken, das möchte ich euch auch mit dem zeigen. Das ist schon sehr auffällig, das sieht man auch von da, deswegen habe ich von da geguckt, dass er hier deutlich übersteht. Und das ist allerhand. Das sind, wenn man von hier aus guckt, sind es 2 mm, die ich hier drauflege, damit ich plan bin zu diesem Überstand. Und das ist tatsächlich etwas, das ist auch für mich schon deutlich zu viel. Das sollte so nicht sein. So, gehen wir mal am Grill vorbei. Das gucken wir uns gleich an, wenn wir die Haube öffnen. Das sehe ich jetzt schon, dass hier so eine kleine Nase ist. Abschlepplösendeckel, Einfassung hier. Sieht gut aus. Hier ist der Übergang viel besser am Kotflügel. Also das gefällt mir nicht. Wir haben hier eine aufgesetzte Motorhaube, das heißt, sie geht von oben auf den Kotflügel drauf. Dadurch ist unweigerlich der Spalt ein bisschen größer, wirft auch hier einen Schatten. Und man kann hier wirklich auch auf Verstreichumfänge im Lackbereich gucken. Wir reden hier halt von einem Auto, was 90.000 Euro kostet. Und in dem Bereich, muss ich sagen, finde ich das nicht wirklich schön. Lasst uns jetzt mal
das besagte Lieblingsthema der Deutschen angucken. Wir gucken uns die Spaltverläufe Vorderkotflügel zur Tür an, im Übergang zur bewegbaren Seitentür und zum hinteren Seitenteil. Optisch sieht der Spalt sehr gleichmäßig aus. Ich möchte ihn trotzdem mal eben gucken, wo wir da stehen. Ich schätze mal, hier sind so 4 mm. Nicht ganz, geht nicht ganz rein, aber 3,5. 3,5 locker. Doch, oben geht auch 4 rein. Hier klemmt 3,5 schon. Und das seht ihr dann. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Unten geht auch wieder 3,5 rein. Wir kommen also von 4 bis auf 3 runter. Auch das ist über 1 mm, was da dann daneben ist. Auch wenn es optisch harmonisch aussieht, aber über 1 mm ist das, was ich hier mal aufschreibe. Wir haben hier im unteren Bereich wie eine Art Seitenschweller. Und hier haben wir auch einen deutlichen Überstand hier. Also der ist deutlich breiter als die Fuge, was per se nicht wirklich schlimm ist. Aber wenn wir jetzt auf der Seite hier gucken, da ist es dann wirklich too much. Und das sieht man auch hier hinten zum Radlauf. Dort haben wir tatsächlich auch eine Lücke. Das heißt, dieses ganze kleine Teil, das ist viel zu weit nach hinten. Und da werde ich jetzt mal gucken, wo wir stehen. Ja, hier oben ist mir eigentlich eben so ein bisschen der Schmutzeinschluss ins Auge gefallen. Den haben wir hier oben in dem Bereich. Daneben ist mal ein Verstreichumfang. Und das ist hier, das ist eine Robotanaht. Die wurde dann hier unten wahrscheinlich mit einem Pinsel verstrichen oder so. Aber weiß ich auch nicht. Also schön finde ich das jetzt nicht. Ja, auch hier bei der Heckklappe, man guckt jetzt wirklich, wenn man jetzt von hier kommt, warum auch immer, man guckt hier direkt, also undankbare weiße Farbe einfach, muss ich so sagen, ihr guckt hier genau auf so eine Kante drauf, also das ist einfach, das sind viele kleine Nachlässigkeiten, die sind einfach, ich finde es einfach nicht schön, ich finde es nicht schön. So, und dann kommen wir natürlich mal in den Bereich der Heckpartie, ihr kennt das Thema, Königsfuge ja inzwischen. Die fällt bei diesem Auto ja besonders markant aus. Die ganze Heckklappe ist zu weit im linken Bereich. Ihr habt es jetzt eben gesehen, 1,5 mm zu 3 mm. Die Königsfuge ist das, was man tatsächlich hinter dem Auto, wenn man dort steht an der Ampel, direkt ins Auge springt, gerade bei einem weißen Fahrzeug. Das ist einfach diese runterlaufende Kante und 1,5 mm Diskrepanz, das fällt tatsächlich wirklich deutlich auf. Aber wenn wir schon mal im hinteren Bereich sind, dann fällt mir auch etwas auf. Dafür hole ich mir jetzt einfach mal einen Tritt. Das ist nämlich im Bereich oben vom Heckspoiler. Ja, kleine Leute, große Autos, gibt schon mal ein Problem. Was ich euch zeigen wollte, ist, dass tatsächlich in der Mitte des ganzen Spoilers der Spoiler irgendwie so ein bisschen durchhängt. Ich habe es gerade mal gemessen. Genau in der Mitte hier hängt er tatsächlich um glatte 2 mm durch, während er im hinteren Bereich hier nahezu plan liegt. Also wenn man jetzt hier so das drauflegt, das seht ihr, das ist nahezu plan. Also der hängt hier wirklich in der Mitte durch. Was jetzt hier im oberen Bereich dann noch aufgefallen ist, das sind hier diese Scharnierabdeckungen mit diesen blanken Schlossschrauben, die sind unlackiert, ist nicht unbedingt schön. Dann hier, das Ganze wackelt hier wie Espenlaub, also ist auch nicht richtig fixiert, aber das Fahrzeug kommt irgendwo auch von seiner Basis her aus dem Nutzfahrzeugbereich und vielleicht ist es da einfach nicht anders gewollt oder einfach auch nicht anders nötig, dass man da oben drauf guckt. Okay, gucken wir uns jetzt die linke Seite an. Ja, übrigens auch bei schuppigen Aufbauten nimmt man auch natürlich das Ganze bei Schiebetüren in die Planung rein. Und die Höhe, Z-Höhe, das fällt hier stark auf. Also die ist viel zu tief, die ganze Schiebetür. Das sieht man gut am Übergang des Bordkantenzielstabes von hier nach hier unten. Und hier auch, die ganze Tür, die ist gefühlt 1,5 mm zu weit unten. Generell scheint es im spanischen Werk
Probleme zu geben mit diesem Verstreichumfänger. Also auch hier sind deutliche Lackeinschlüsse zu sehen an dieser Naht hier oben vom Dach. Und die haben wir hier auch nochmal wiederholt. Also das ist tatsächlich etwas, das finde ich nicht wirklich schön. Da scheint es irgendwie Probleme zu geben. Gucken wir uns mal weiter das Fahrzeug an. Gehen jetzt hier wieder über den schuppigen Aufbau. Und das sieht man hier schon. Das ist ein Überbleibsel aus den Verbrennermodellen. Hier befindet sich sonst der Tank. Das ganze Ding ist weich ohne Ende. Und dadurch ist diese ganze Kante auch nicht wirklich schön. Also die läuft hier viel zu eng zusammen. Und hat eine deutliche Abweichung. Seitenschwelle habe ich mir hier nochmal angeguckt. Übrigens minimal besser, nicht wirklich, da wir ihn auf der anderen Seite aber aufgeschrieben haben, gibt es kein Wiederholthema hier. Bordkantenzierstab in dem Bereich und hier vorne, da drückt er die Gummidichtung zusammen. Das sieht auch nicht schön aus, das sieht einfach aus, als wenn man einfach mit Gewalt versucht hätte, das Gummi drüber zu ziehen. Sieht einfach unschön aus. Was im Bereich der A-Säule jetzt übrigens auffällt, das ist das, was ich euch bei anderen Autos schon erklärt habe, unter anderem beim A-Base zum Beispiel oder auch beim XC40. Die schieben ihre A-Säule hinter den Kotflügel. Das macht Mercedes nicht, die versuchen dann immer hier einen schönen Spalt hinzubekommen, haben einen Blechumfall so hier in dem Bereich und dort geht das so weit zusammen, dass man schon fast denkt, die beiden Bleche berühren sich. Nicht wirklich schön, ist aber einfach nicht besser ausführbar, weil wir hier eine Spitze haben und das sieht dann so aus. Ja, und jetzt habe ich gerade ein Problem. Und zwar mit dem EQV-Zeichen. Also ihr seht das EQV-Zeichen von hier. Das ist eindeutig ausgerichtet auf den oberen Bordkantenzierstab. Eindeutig. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt auf die andere Seite gehe, war das nicht so. Das ist nicht so. Auf der anderen Seite ist das EQV-Zeichen auf den Blechfalz im Vorderkotflügel ausgerichtet. Das heißt, das EQV-Zeichen hier ist hier auf den Bordkantenzierstab ausgerichtet, im Kippwinkel. Auf der anderen Seite ist es auf diesen Blechfalz ausgerichtet. So, damit sind wir schon einmal rum ums Fahrzeug und jetzt geht es an die Türen und Klappen. In diesem Fall fangen wir natürlich mit der Beifahrertür an. Ich gucke wie immer das umlaufende Gummi an. Wie sitzt das hier drinne im ganzen Wagenbereich? Sieht aber, hier haben wir eine ganz minimale Taschenbildung. Würde ich jetzt nicht aufschreiben, können wir uns aber gleich mal eben angucken. Guck mir hier die PVC-Naht an, der Türen. Und das ist so ein, typisches Mercedes-Thema. Offene PVC-Blasen, reihenweise hier im unteren Bereich. Ich schreibe es auf als Einsatz, ist nicht schön. Ja, wir haben hier noch so ein paar Kleinigkeiten, Nachlässigkeiten in diesem Bereich. Und hier haben wir auch schon wieder Schmutzeinschlüsse. Auch das ist nicht schön, genau in dem Bereich des Türschlosses. Das nehme ich auch nochmal als Einser auf, zusätzlich zu den PVC-Blasen. Gehört einfach nicht hin. So, Sesam, öffne dich. Elektrisch, behave. Gut. Als wenn die Mäuse dran genagt hätten. Nicht schön. So, lass mal nach hinten gehen. Der EQV, der hat eine geteilte Heckklappe. Wir gucken uns erstmal den oberen Teil an. So. Darf man auch nicht groß sein, ich bin 1,75. Sieht aber alles sehr gut aus. Hier gibt es wirklich gar nichts. Und dann machen wir die große Klappe auf. Das sind mal Gasdruckdämpfer, wa? Ja, PVC-Naht. Okay. Auch wieder eine Kleinigkeit. Ah. Ein paar offene Blasen hier.
und schön verstrichen hier. Das ist das, was man auch seitlich hier gesehen hat. Hier sieht man den Grund dafür. Oben am Scharnier ist auch etwas, eine Kleinigkeit. Also die Summe der Kleinigkeiten hier, da würde ich nochmal eine Kategorie 3 für aufschreiben. So, dann gucken wir uns mal hier die Schiebetür an. Fangen hier auch wieder mit dem umlaufenden Gummi an. Taschenbildung, zweifach. Klein, aber vorhanden. Das ist der Tesla-Fehler übrigens, ne? Ihr kennt das inzwischen. Nur, falls ich es vergessen habe, zu erwähnen. Okay. Hier ist dieses Geknabberte nicht so ausgeprägt, das fällt fast gar nicht auf. So, umlaufende Türdichtung hier wieder. Gut. Keine Taschenbildung. Hier auch das Gummi. PVC-Naht. Eieieiei. Oh, da haben wir mal einen richtigen. Oh. Ah ja, ich habe gesagt, ich habe es auch immer schon aufgeschrieben, aber der ist aber ordentlich. So, ja. Hm? Ach, Quatsch. Kann man ja sogar noch öffnen. Das ist ja... Also hier stehen jetzt hier Luftdruck, zum Beispiel die Reifen, der ist hier drin, aber dass man die noch öffnen kann, das ist original vom Verbrenner, nur dass hier natürlich kein Tankeinfüllstütze mehr ist. Dinge gibt's. So, kommen wir zum Frunk. Frontkofferraum. So, hei. Ah ne, hat er ja gar nicht. Ja, auch hier. Ach du Schande. Also, wie mit der Pistole gezogen. Blase, offen, Blase, schlecht verstrichen, offene Blase, hier hinten viel zu viel Material drauf. Oh. Übrigens, wie der XC40, auch hier eine Motorhaubendämmmatte. Warum auch immer. Da brummt nichts. Ab ins Auto. Wir checken den Innenraum. Bevor ich mich jetzt in den EQV reinsetze, muss ich euch einmal was zeigen, und zwar die Sitze. Das haben wir beim AWS schon gesehen. Das sieht aus, als wenn die in der falschen Hülle sind. Und das ist auch hier der Fall. Als wenn hier viel zu viel Material an der Stelle ist. Der schlägt hier schon wirklich Falten, und hier, also der hat keine 1000 Kilometer runter. Doch, 1017 Kilometer darunter. Also das finde ich nicht Mercedes-like. So, also das Thema Sitze habe ich jetzt euch gerade erklärt und gezeigt. Das ist nicht Mercedes-like. Ein anderes Thema, und das mache ich normalerweise in meinen Q-Checks gar nicht. Das ist etwas, das befasst sich mit dem Entertainment-System. Und das ist mir halt aufgefallen, und das geht gar nicht. Dazu mache ich die Zündung mal an, weil sonst meckert Mercedes wieder rum. Und jetzt passt auf. Hey Mercedes. Ja, bitte. Schalte die Sitzheizung ein. In diesem Auto gibt es leider keine Sitzheizung. Really? Also, das Fahrzeug hat eine Sitzheizung. Okay, also so viel jetzt zum Thema MBUX. Mehr möchte ich eigentlich nicht mehr drauf eingehen, aber man muss sich eines klar sein. Das Fahrzeug kostet um die 90.000 Euro. Das Fahrzeug hat ein MBUX-System, mit dem ich eigentlich alles steuern kann. Nur irgendwie nicht die Sitzheizung. Ich könnte jetzt spekulieren, weil es vielleicht doch irgendwie vielleicht von den Nutzfahrzeugen kommt oder so weiter. Das weiß ich nicht. Aber ich kann euch sagen, bei einem EQC funktioniert das wunderbar, dass man hier auch die Sitzheizung anschalten kann. Insofern, da Mercedes bitte nachbessern. Das geht nicht für 90.000 Euro. Gucken wir uns mal jetzt sonst das an, was wir hier sonst vorfinden. Also Lenkradgefühl an der Seite perforiert. Vom Stand her ist es tatsächlich ein Lenkrad aus dem Nutzfahrzeugregal. Das merkt man. Die ganze Bedienlogik und so weiter ist wirklich Stand geschätzt 2015, 2016 von den Bedienelementen. Das ist nicht das, was ihr
in den aktuellen Mercedes-Benz-Fahrzeugen findet. Das ist alter Stand. Auch von den Hebeln und so weiter. Verarbeitung, das ist alles gut. Umlaufende Spalte, hier Übergang, Dachrinne zur A-Säule ist gut. Auch hier zur B-Säulenverkleidung und so weiter. Hier die Türseitenverkleidung ist alles gut, ist hinterschäumt. Hier die Oberfläche fühlt sich gut an. Das Bedienpanel hier, das ist alles schön in Metall eingefasst. Also hier im vorderen Bereich des Innenraums ist wirklich alles tippitoppi. Da, wo der Fahrer schaltet und waltet, da möchte ich mich hier gar nicht beklagen. Damit kann ich arbeiten. Gucken wir mal nach hinten. Durch dieses Tor sollen sie schreiten. Ja, verschiebbare Sitze in Längsrichtung. Sehr gemütlich. Und sonst hier hinten. Also hier oben noch ein Panel zum Bedienen der Innenraumtemperatur. Wenn ich mir das jetzt hier mal so eben angucke. Das ist aber, also hier drin ist wirklich alles gut. Bis auf das hier auch die Sitze wieder Druckstellen haben in diesem Bereich. Das kann sein, dass sie mal umgeklappt waren, natürlich. Aber normalerweise geht das alles wieder in seine Ursprungsform zurück. Auch hier im hinteren Bereich deutliche Faltenbildung. Also das, was die Sitze hier angeht, das ist eigentlich nicht der Mercedes-Standard, den ich persönlich kenne. Okay, gucken wir mal hinterste Sitzreihe und was hier auffällt in diesem Bereich. Deutliche Druckspuren, die stammen von dem vorderen Sitz, aber gehen halt auch nicht zurück. Und das ist etwas, das kenne ich normal nicht. Normalerweise, gerade bei 1000 Kilometern, geht sowas eigentlich immer in seine ursprüngliche Lage zurück und in diesem Fall nicht. Ansonsten auch hier deutliche Faltenbildung in den Sitzen, aber das Thema hatten wir jetzt schon. Ich gucke mir jetzt nochmal die umlaufende Gummidichtung an hier vom Fahrzeug. Das sieht gut aus, auch im Dachbereich hier alles sauber verbaut. Gummidichtung, Fensterdichtung hier, ist gut. Hinteren Bereich. Ja. Hier kann man nicht meckern. Platz in Hülle und Fülle, aber leider mit eigentlich unnötigen Mängeln. Okay, wir sind durch mit dem Q-Check des bisher größten Fahrzeuges, das ich getestet habe, dem Mercedes EQV. Und das Ergebnis, das gucken wir uns jetzt mal in der Zusammenfassung an. Wir haben in der Übersicht, ich zeige es euch jetzt gerade, nullmal die Kategorie 1. Er hat keinen Komplettausfall, nichts, wo ich jetzt sage, okay, ja, das geht mal gar nicht und da muss man sofort zum Händler gehen. Aber schon in der Kategorie 2 sind wir jetzt hier bei 8 mal 5 Punkten, also allein hier schon 40 Punkte. Und in der Kategorie 3 sind wir dann bei 9 mal einem Punkt, 49 Punkten. Damit ja, zweiter Platz von hinten oder auch vorletzter. Genau, das blende ich euch nämlich jetzt mal eben ein. Ihr seht die Übersichtsliste und damit rundet der EQV das Ergebnis von hinten ab. Es ist nur das Model 3 Standard Range Plus aus den USA schlechter. Er ist einige Punkte knapp noch hinter dem Corsa, der auch mit der Türseitenverkleidung, ich blende das Video eben nochmal ein, überhaupt nicht geglänzt hat. Aber trotzdem, für eine Mercedes, der 90.000 Euro kostet, ist das Ergebnis definitiv viel, viel zu schlecht. So, und auch an dieser Stelle sei nochmal der Hinweis gegeben, wenn ihr Fahrzeuge habt, die ich bisher noch nicht im Q-Check gehabt habe, dann meldet euch. Wenn ihr Platz habt, wo wir diesen Check machen können, dann kommen wir auch gern zu euch rausgefahren. Da lässt sich drüber reden und dann prüfen wir auch euer Fahrzeug. Einfach anschreiben an schwungvoll@icloud.com. Ja, und dann sind wir vielleicht das nächste Mal bei euch. Den Daumen hoch nicht vergessen, Kanal natürlich abonnieren und dann heißt es wieder bis zum nächsten Mal beim Schwungvoll, beim Q-Check oder bei anderen Themen. Danke fürs Zusehen. Ciao.